Im Herzen Berlins erinnert heute fast nichts mehr an die spannendste Zeit in seinem Leben. Lothar de Maizière, der erste und einzige frei gewählte Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik. Wo einst nach Jahren der Diktatur im Palast der Republik für nur wenige Monate das erste freie Parlament der DDR tagte, klafft heute ein großes Loch. Wir haben in diesen 5,5 Monaten enorm viel bewältigt und vor allen Dingen etwas bewältigt, woran wir in unseren kühnsten Träumen ein Jahr vorher nicht hätten glauben können. Nicht? Wenn mir ein Jahr oder zwei Jahre vorher mal gesagt wird, die Mauer fällt und es wird in relativ kurzer Zeit die deutsche Einheit kommen und du wirst dabei eine Rolle spielen, hätte ich dem wahrscheinlich empfohlen, sich zum Facharzt für Psychiatrie und Neurologie zu begeben. So unvorstellbar schien in der DDR im Palast der Republik Revolution, Reform. Doch nach der Öffnung der Mauer im November 89 geht alles ganz schnell. Nur 4 Monate später stellen sich 20 Parteien und Gruppierungen zur Wahl. 93% der DDR-Bürger machen von ihrem demokratischen Recht Gebrauch. Lothar de Maizière tritt als Spitzenkandidat der CDU an. Der gläubige Protestant ist seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied der Ost-CDU. Politisch ist der Rechtsanwalt und Musiker ein eher unbeschriebenes Blatt, das ist sein Plus. Unterstützung aus dem Westen. Helmut Kohl reist in die DDR. Wahlkampfhilfe für die Schwesterpartei, für die deutsche Einheit. Die Rechnung geht auf. Die CDU gewinnt die Wahl mit knapp 41%. Doch de Maizière weiß um den schwierigen, einzigartigen Weg, der vor ihm liegt. An für sich war es natürlich aus dem Stand heraus, Chef eines Gemeinwesens zu werden, das sich im Grunde genommen in Auflösung befindet. Ich habe damals gesagt, ihr nennt mich zwar Ministerpräsident, aber im Grunde genommen habe ich so eine Aufgabe, so ähnlich wie ein Konkursverwalter. Und für Konkurse gibt es Gesetzgebung, Konkursrecht und Insolvenzrecht, aber nicht für Staaten. Die muss man erfinden im Gehen und im Handeln. Der erste und einzige frei gewählte Ministerpräsident der DDR und die Abgeordneten müssen demokratische Strukturen schaffen. 162 Gesetze verabschiedet die Volkskammer in rund 5 Monaten. Der 50-jährige Berliner sieht sich als Anwalt der Ostdeutschen. Seine Pflicht, die deutsche Einheit zu organisieren, preußisch korrekt in rasendem Tempo, Länder, Kommunen, Währung, Rechtsordnung. Es ging um die eine Grundsatzfrage, wenn es zur Einheit kommt, soll das geschehen über einen Beitritt oder über eine neue auszuarbeitende gesamtdeutsche Verfassung. Das Votum der Volkskammer war völlig eindeutig, schneller Beitritt. Auch Lothar de Maizière war sich der schwierigen wirtschaftlichen Lage sehr wohl bewusst. Repräsentant eines Landes, das es bald nicht mehr gibt. De Maizière bei den 2+4 Verhandlungen, bei denen die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges der deutschen Einheit zustimmen. Die frei gewählte Regierung der DDR, natürlich Lothar de Maizière und andere, sie haben ihre Rolle äußerst kompetent gespielt. Sie hatten wirklich Wochen gehabt, um ihre Rolle zu lernen, die Verwaltung der DDR kennenzulernen, etc. etc. Und sie haben ja eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil sie auch sichergestellt haben, dass die Bevölkerung der DDR auch eine Vertretung dabei hatten. Und wir sollten das nicht unterschätzen, wie wichtig das gewesen ist. Der 2. Oktober 1990, der letzte Tag der DDR. Ihre Armee tritt der Bundeswehr bei. Aus der souveränen DDR werden 5 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Von morgen an wird es ein geeintes Deutschland geben. Wir haben lange darauf gewartet. Wir werden es gemeinsam prägen und wir freuen uns darauf. Doch mit der Einheitsfeier in seiner Heimatstadt Berlin endet für de Maizière das Amt des Ministerpräsidenten. In Bonn, unter Kanzler Kohl, ist er nur noch Minister für besondere Aufgaben. Es ist sehr schwer, neben Helmut Kohl einen Platz zu finden, wo man nicht erdrückt wird. Dann gab es die zwar unberechtigt, aber doch immer in der Presse wirksamen Stasi-Vorwürfe. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich will von der Politik auch materiell nicht abhängig sein. Nach nur einem Jahr wird er vom Anwalt der 16 Millionen Ostdeutschen wieder zum Anwalt seiner Mandanten. Das ist er bis heute. Er kümmert sich um seine Frau, seine Töchter, empfängt Ehrungen für die Zeit, in der er an einen ganz besonderen Platz in der deutsch-deutschen Geschichte gespült wurde. Solche großen Umbrüche
sind nicht nur erfreuliche Ereignisse, sind auch furchtbar anstrengend. Wir sind ausgewandert, ohne das Land zu verlassen zu haben. Lothar de Maizière legt Wert auf seine preußischen Tugenden. Es sei ihm eine Ehre gewesen, seinem Land zu dienen, sagt er. Sein Land, damit meint er die DDR und das Vereinigte Deutschland.